zwei der besten Nachwuchsspieler im Deutschen Tischtennisbund, U19. Und die waren auch beide schon bei den besten Jugendspielern Bayerns immer ganz vorne. Ich glaube, den Daniel Rinderer hier mit dem Rücken zur Kamera habe ich schon gefilmt. Da war er noch U15. Hinten im Eck sitzt die ganze Familie. Die Mami, Petra. Der Papa. Und die beiden Jungs hier. Sehe ich von der Ferne gar nicht. Einer ist auf jeden Fall, ob der andere auch dort sitzt. Würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber die beiden Jungs sind auch in Deutschland in ihrer Altersgruppe. Also U15, U17 oder was weiß ich. Ganz vorne. Kommen aus der Münchner Ecke irgendwo. Vater hat die Jungs als Trainer und Betreuer groß gemacht. Ist dabei schon, was der kann. Mama macht ein bisschen Promotion auf Facebook. Und Tom Schweiger ist auch der Papa hier. Aber wir schauen jetzt mal den beiden beim Warm-up in der Pause zu. Denn die müssen ja im hinteren Parkplatz an den Tisch. Soweit ich sehe, steht es aber schon 4:0, glaube ich. Aber seid vorsichtig. Anfang Oktober habe ich einen Arzttermin bei einem Neurowissenschaftler. Es läuft nicht mehr alles rund. Bei einem Opa, der bald 73 wird. Muss ich euch nichts erzählen, habt ihr in den letzten Videos ohne Ende selber erlebt. Leidet hoffentlich mit mir mit, denn lustig ist das nicht. So, da haben wir sie, die Petra, mit ganz lieben Grüßen. Ganz bescheidene Frau. Naja, die ganze Familie ist sehr bescheiden für die Erfolge, die sie haben. Ist ja sowas wie die, zumindest aktuell, erfolgreichste Tischtennisfamilie Bayerns mindestens. Wenn nicht sogar, naja. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Jedenfalls nicht nur spielerisch top, sondern auch top engagiert und vor allen Dingen sympathisch ohne Ende.
Thank you.
Ja. Was kann man jetzt, könnte man jetzt die Rede machen?